So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Secret Layer Drop, Irish Series, John Avon, Traditional Foil. John Avon hier in einer anderen Verpackung. Das triggert mich so ein bisschen, dass sie zwischen den Verpackungen jetzt hin und her machen. Diese Briefumschläge finde ich persönlich besser, was einfach daran liegt, dass man sie A leichter aufbekommt und B nicht so viel Müll hat. So, dann haben wir hier ein Thank you for being part of Secret Layer in einem Schulbuch-Dingen. Und dann haben wir richtig coole Karten. Richtig coole Karten. Das Secret Layer wurde mir zur Verfügung gestellt von einem Freund von mir. Vielen Dank dafür, dass ich das aufmachen darf. Und dementsprechend mega. Aber ich war kurz überlegen, ob ich das auch hole. Es ist nämlich eine Karte drin, die ich sehr, sehr, sehr cool finde. Und zwar schon die oberste Karte, wenn ich sie denn hier rausbekomme. Emrakul, The Promised End. 13 Mana, 13, 13 kostet ein Mana weniger für den Kartentypen. Das heißt, die haben, glaube ich, 7 oder 8 Kartentypen mittlerweile. Das heißt, sie können für 5 Mana spielen, wenn ihr es richtig macht. Und wenn man den castet, kriegt man die Kontrolle über den Spieler. Sie hat Schutz vor Instants, Fliegend und Trampel. Also sie hat nicht Schutz vor Fliegen und Trampel, sondern sie hat Fliegen und Trampel. Und ja, finde ich sehr, sehr cool tatsächlich. Sieht mega aus. John Avon hier tatsächlich mehrere Karten auch für seine Familie gemacht, als in diesem Secret Layer. Wusste ich auch nicht. Zum Beispiel Zara Angel. Ist tatsächlich, glaube ich, seine Frau oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Aber 5 Mana, wie viel Fliegen Wachsamkeit? Kennt man ja. Brainstorm auch sehr, sehr cool. Hier mit dem Gedankenwirbel, der darüber stattfindet. Ist, glaube ich, der Sohn, wenn mich alles täuscht. Dann Progenitus. Schutz vor allem. Wenn es im Friedhof geht, geht er weg. Den finde ich ein bisschen faded. Also auch vom Artwork her. Ich muss mal gucken. So. Sieht man das so ein bisschen. Er sieht ein bisschen faded leider aus. Dem tut das Foiling nicht so gut. Alle anderen Karten sind bisher ziemlich gut und auch wieder ziemlich stark. Ist schon gut. Und wir haben, reden wir von faded. Alter, ist das geil. Das erinnert mich, ich habe zwischenzeitlich wieder einen Abstecher nach Yu-Gi-Oh! Mal gemacht gehabt. Und dort gibt es tatsächlich die Karten in einem Ghost Foil, nennt sich das, glaube ich. Oder Ghost Rare oder sowas. Und das ist genau das hier. Es sieht wirklich cool aus. Heilige. Boah, das sieht richtig gut aus hier mit dem Ding. Wow. Also, wer auch immer überlegt, welchen Brainstorm man spielt. Ich glaube, es ist ganz offensichtlich, welchen Brainstorm man spielt, oder? Den hier. Eindeutig den hier. Finde ich mega. Ja, sehr cool. Natürlich hier die Money-Karte, Emrakul, The Promised End. Eine sehr teure Karte und dementsprechend sehr, sehr cool. Ich bin damit am Ende vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, euren Freunden und Eltern davon erzählen, wie cool meine Videos sind. Wenn ihr mich monetär unterstützen wollt, könnt ihr es gerne machen bei Patreon. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für alle meine Patreon, die mich unterstützen und da auch teilweise so viel Zeit und Geld in mich reinvestieren. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ich das öffnen durfte. Dank an die noblen Spender. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.